Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, heute wieder beim FIFA 15 Karrieremodus und dem Capital One Cup. Sehr interessant, ja, wir gegen Liverpool. Ja, die heutigen Begegnungen: Arsenal gegen Leicester City, Huddersfield gegen Reading. Ja, Reading hat es so einfach mit Huddersfield. Huddersfield ist einfach mal. Wie viele waren die? Vorletzter? Naja, Man City, West Ham, Man United in Sunderland, wir heim gegen Liverpool, MK Dons gegen Plymouth Argyle, keine Ahnung, Plymouth spielt glaube ich erste, weiß nicht, aber Dons kenne ich nicht. Nottingham Forest gegen Spurs, ja, wird wahrscheinlich die Spurs gewinnen, ne? Und die unten, die beiden da, Wigan Athletic und Crystal Palace, kenne ich auch nicht, wahrscheinlich auch zweite, dritte, was weiß ich, wer so alles weiterkommt. Wir wagen uns einfach das Spiel. Ich habe mir vorgenommen, wir spielen jetzt komplett Abwehrriegel mit Konter. Ja, wir gucken uns nochmal kurz die Aufstellung an. McDonald habe ich reingenommen. Dicko Sakpo vorne. Öztunali bleibt auch erstmal drin. Ayhan habe ich jetzt für immer erstmal drin, weil der ist wesentlich stärker als Barth. Auch wenn es die Gesamtwertung nicht sagt, ja, aber in den einzelnen Werten gesehen ist er besser. Ja, auf der Bank sind halt noch ein paar andere, aber die möchte ich heute nicht. Zur Not kommt Toni zum Ende rein für Deko wahrscheinlich, weil Deko wird ausgelaugt sein. Oder wir machen es ein bisschen offensiv mit einem ZOM wie Lingard oder Edwards. Werden wir sehen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, wie gesagt, Abwehrregel und wow. Ja, Abwehrregel und Konter spiele ich jetzt einfach erstmal von Anfang an. Okay. Was? Jedes Mal macht er einfach sein Verzieher. Egal wie der Ball kommt, stelle ich hin, schieße und dann sein Verzieher. Sieht auf jeden Fall lustig aus. So, wir lassen das Video mal ganz kurz laufen, ja. Denn wir spielen in Ivy League. Also ich habe es eigentlich umgenannt in die Wolves Arena oder so. Die Wolves gegen Liverpool. FC Lidlpool. Ja, ich habe FC Lidlpool mir bei PES 10 mal erstellt gehabt. Mit dem Wappen, also mit dem Lidl-Zeichen als Wappen, richtig lustig. Ja, und hab dann mir einfach ganz viele Charaktere erstellt, was dann so meine Freunde waren, ja. Also da haben dann so Leute gespielt wie Tobias Arendt oder irgendwo. Ganz lustig gewesen auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich mal die Ausstellung sehen von den Gegnern. Nicht nur so unsere tollen Spieler. Hier sehen wir Sakpo. Und da sehen wir unsere Aufstellung erstmal. Die kennen wir ja schon. Unser 4-2-2-2, 4-4-2, wie man es nennen will, also 4-4-2, weil Abwehr, Mittelfeld, Sturm, oder 4-2-2-2, weil in Zweierkette. So, was haben die? Jones im Tor, Johnson, Sakpo, Skrittel. Oh, Skrittel ist stark. Und Moreno auch stark im Sturm. Rubini, Marco, Sterling links, also Lallana, okay. Elva, Markovic, Ramsey Dowell, Engländer ist unser Schiri. So, ich stelle erstmal kurz ein. Nein. Runter und Abwehrregel, denn ich möchte kein Tor kassieren. So, wir versuchen es einfach mit unserer allbekannten Technik erstmal früh ein Tor zu erzielen. Oh, Jones. Wer ist Jones, Leute? Ich kenne den gar nicht. Das dritte kenne ich auf jeden Fall, ne? Starker Verteidiger, Moreno auch für die linke Seite. Sterling ist er. Allseits bekannt, so schnell wie der Junge ist. Morini kenne ich auch nicht, Lallana kenne ich. Der ist ja noch halbwegs, also eigentlich auch ziemlich starker Spieler. Morini als Stürmer sagt mir gar nichts. So stark kann der also gar nicht sein. Oh, ich liebe Öztunali, muss ich ganz ehrlich gerade zugeben. Wie er hier tanzt. Oh, da hat selbst Klittel Probleme. Ja, ich habe noch einen Kopfball gedrückt, weil ich hoffte, dass der zu einem von unseren Spielern geht. Lallana mit dem Pass auf Borini und über Lallana. Ich glaube, das Spiel wird über Lallana die ganze Zeit laufen bei Liverpool. Markovic sagt mir auch gar nichts. Auch wenn ich denke, dass der mir was sagen sollte. Sakpo kennt man, der Franzose. Leiber sagt mir wieder nichts. Aber ganz ehrlich, ich kenne kaum Spieler von ihm. Oh ja, okay. Ibe Keme stark hier. Der erste Ball war zwar nur ein Abpraller, aber dann doch noch gehalten. So, mit Sterling habe ich ja eigentlich so meine Probleme. Oh Mann, ich dachte, ich kann da so vorbeispielen. Aber gut, das gibt Einwurf. Ist ja auch nicht schlecht. So, Dicko.
Und da meldet sich Sakpo. Renn, Sakpo! Schade. Der war etwas zu weit für Sakpo, aber trotzdem stark. Hier sieht man schon, ja, der Torwart, der wirft den Ball und schießt ihn nicht sofort weg, so wie in der zweiten Liga. Gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser. Ich bin nämlich nicht so der Freund davon. Wenn die da immer so einen weiten Abstoß machen, auch wenn man dann meist den Ball bekommt. So, jetzt hier natürlich das Kopfballduell. McDonald bekommt den Ball. Und Deco. Ihr seht, Abwehrriegel ist die einzige Möglichkeit. Es wird auch nur in diesem Part nur dieses Spiel geben, weil ich denke, dass wir ins Elfmeterschießen kommen. Und das dauert dann lang genug für einen Part. Beim letzten Mal, wo wir Liga und danach noch Capital One Cup gespielt haben, mit Elfmeterschießen, dass der Part ging, glaube ich, 3 Viertelstunden oder so. Das wollte ich eigentlich nicht so, aber ich dachte, ich lasse es dann einfach zusammen. Weil ich nehme immer partweise auf. Weil ich nehme so ein Part auf, dann schnell Audiospur zusammen bearbeiten, sage ich mal. Und dann, da habe ich passend gedrückt und das nicht gemacht. Da hat Markovic gestört. Henderson auf Leiver. Guck mal, die haben viel, viel schneller sind die Spieler bei denen. Urini, starker Schuss. Und Ikeme hält. Weiter Abwurf auf Deco. Der passt runter. Henry. Ja, und dann halt, wie gesagt, ne, ein Part nehme ich immer so auf. Und dann schnippe ich in die Audiospur und dann nehme ich den nächsten Part auf. Und deswegen habe ich beim letzten Mal zusammengelassen. Und dieses Mal wird es nur das eine sein. Denn ich hoffe einfach, dass wir jetzt auf den Ball schießen können. Und sonst, wenn nicht, dann ist es trotzdem nur das eine. Ich habe halt am meisten Angst eigentlich vor Sterling, weil das ist schnell. Ja, das ist schnell. Das kann ich auch so. Nein, er ist natürlich schnell. Ist ja keine Maschine, aber es wirkt so, ne? Als wäre er eine Maschine. So. Sakpo durch. Gefoult. Ja, da kann ich gar nichts machen, wenn er mich so foult. Ganz ehrlich, kann ich rumschreien, wie ich will. Das ist halt bei FIFA, das ist dann beigespielt. That is how FIFA works. So, schön weggeköpft von Sakpo. Und Sakpo gleich wieder mit dem Run. Ich kann nichts anderes machen, als mit einem Spieler durchzurennen, weil, na, ihr seht, es ist ja nur ein Spieler da. Na, komm schon. Oh Gott! Dann ist es der Außenverteidiger. Ja, McDonald natürlich perfekt für den Kopfball da noch ein Stück vorgegangen, damit auch wirklich der Gegner den Ball bekommt. McDonald hat echt richtig verkackt bei mir, der wird zur Winterpause verkauft. Habe ich schon gemerkt, dafür kaufe ich mir Zellerlem von Arsenal. Als ZM ist der ja mega stark. Oh, nein! Ikeme kann ihn nicht festhalten. Ein scheiß Abstaubertor, das überspringe ich hier auch. Lallana macht immer. Alter, ganz ehrlich, das kenne ich irgendwie aus dem Ultimate Team. Habe ich mal gegen ein Team gespielt mit Lallana und da hat er auch so ein Kack-Abstauber-Ding gemacht. Ich habe das Gefühl, dass er gar nicht anders schießen kann. Ja, was soll ich denn da machen? Hab schon viel früher schießen gedrückt, aber Deco, so wie man ihn kennt. Da. Oh, fuck! Schon Halbzeit. Ich würde mal sagen, scheiße. Bei den anderen Arsenal führt. Huddersfield führt gegen Reading. Oha. Sunderland Mulji. Ja. Nein, Sunderland gegen Man U noch 0-0. So. Jetzt werde ich offensiv. Ja. Das hasse ich, ne? Du stellst offensiv ein und dir werden alle Spieler irgendwie umformatiert. Da kannst du ja nichts machen. Toni hole ich nicht. McDonald würde ich. Ja, toll. Özunali muss raus, weil er K.O. ist. Sonst hätte ich McDonald ausgewechselt. Aber ich glaube, McDonald ist dann auch später besser mit dem Schuss. So. Oh. Irgendwer irgendwie so ein bisschen an den Ball gehen.
Mann, Alter, ich hasse das. Das heißt, ich bin tot. So. Ja. Ich versuche das jetzt hier. Sehr offensives Spiel. So, wie sieht's denn aus? Lukas. Ne, Girardi kommt. Lukas Leiber geht raus. Ja, okay. Na, Goldberg. Oh Gott. Oh, McDonald. Oh Gott. Ja, das war klar. Jetzt ist da Borini ganz alleine. Jetzt passt er runter, passt auf. Guck mal, wie weit Deko mit zurückkommt. Ja, jetzt passt er runter. Und dann käme es hier im Torversuch. Haben wir aber gut pariert. Ja, abseits. Muss er pfeifen. Okay, ran, 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 ran. Oh, Linke. Oh, das hasse ich an Deko. Sobald er den Ball hat, verliert er gleich wieder. Ja, wir müssen ja irgendwie jetzt ein Tor machen. Okay. Wir spielen schon sehr offensiv, ne? Oh Gott, der so. Oh, ich hasse diesen Spielerwechsel, ne? Ganz ehrlich, ich habe den ja auf manuell gestellt, weil wenn der automatisch, dann macht er eh auf den falschen Spieler. Ja, warum? Warum passt er da direkt vor ihm? Steht Lingard, wo er hinpassen soll, wo ich will, dass er hinpasst, und er spielt da quer durch die Reihen irgend so einen Pass. Anscheinend spielt er auch passend Lauf, obwohl ich das nicht gedrückt habe. Richtig kacke. Ich glaube, ich muss ein bisschen aggressiver spielen. Aggressiver im Sinne von Foul. Oh, ja, perfekt. Sako, der sollte da rangehen und rennt erstmal in die falsche Richtung. Kann bitte irgendwer an diesen Typen rangehen? Oder will er gegen rennen? Sehr schön vorbeigerannt, Galerie. Warum steht Ayhan? Oh, der sollte zu dem anderen fassen, aber nein! Oh, echt super, Johnson. Galerien. Na, das ist der Pass. Oh, Sagbo, ganz ehrlich. Da hätte ich jetzt gerne einen Evans gehabt, der hätte mal wenigstens ein bisschen. Ja, jetzt wechseln die Borini aus und Balotelli ein, ne? Boah, als ob denen das Einzelne nicht reicht. Das ist 80. Minute, das haben wir eh verloren. Mann, schade. Jo, perfekt, richtig schöner harter Leg. Ja, was ist denn das bitte? Ganz ehrlich, das steht da 4 Spielminuten einfach so dumm mit dem Ball rum, ohne dass man ihn angreifen kann. Da schon wieder! Fick dich doch, du Pussy, Mann! Guck da, der passt nicht mal! Ja, was denn das für ein Zeitspiel, Mann? Pissnake! Ganz ehrlich, der soll... Alter, lutsch doch dir an die Eier, du Fotze! Ja,
schon wieder, Mann! Hallo! Das ist schlimmer, als wenn niemand spielen würde. Oh, ja, starker Pass von Sakpo. Ja, komm, Liverpool, ganz ehrlich, was soll ich denn da machen? Na gut, ja, mir egal. Fliegen wir halt im Achtelfinale raus. Wir haben ja schon 2000 Euro mehr Transfergeld bekommen. Piu! Transfergeld. Ja, 5000 extra Budget. Dafür kaufe ich mir jetzt Cristiano Ronaldo oder was? 5000! Wenn ich mir überlege, das sind Alter. Daniel Perez. So. Ja, ganz ehrlich. Das ist Turnierpreisgeld. Vor Pokal. Ich krieg 2000, weil ich so weit komme. Krieg ich 5000, weil ich ins Achtelfinale komme. Ich bin zweite Liga. Alter. Ja, ich weiß, Bakuri. Ich verkauf dich doch. Und ich weiß auch, dass Evans gut in Form ist. Nur war er K.O. Und ich wollte den scheiß McDonald, weil ich dachte, der wäre gut. Aber nein, der wird verkauft. Der kommt jetzt auf die Bank. Für immer und ewig. So, hier, die zu verkaufen, setze ich nach da unten. Kuri verkaufen. La Parra verkaufen. Clark verkaufen. Ach komm, Alter, wir können unsere komplette Bank verkaufen. Ja, unsere ganze Reserve hier. Donald von La Parra, Stearman, Bukhari, Clark, Ricketts, Hunte, Swan, Yorfa, Flat. Alle verkauft werden. Die auf der Bank, die sind ja gut. Ganz ehrlich, den McDonald ist richtig scheiße. Und ja, ich habe eh damit gerechnet, dass wir verlieren gegen die. Also da habe ich kein Problem mit, ja. Aber wie es war, echt. Das Geld, was man bekommen hat, echt episch, ne? Ja, Durm kostet 1,8 Millionen, super. Lukaku, noch kein Wert. Ja. Können wir uns vielleicht zur Sommerpause kaufen. Aber wirklich. Da müssen wir wirklich ordentlich hier verkaufen. Man kann ja Budget erhöhen. Wie viel erhöhe ich denn da? Komm, hier eine Million will ich. Wir kommen ja hier irgendwo. So, Transfers war das mit Finanzen. Können wir ja, weil wir haben ja hier noch verbleibendes Wochenbudget. Also wir brauchen Budget auf 0 setzen, dann nur noch 1,123 Millionen, aber wir brauchen ja eh ein bisschen noch ein Budget über. Okay, so eine glatte 5000 schaffen, geht nicht. Naja. So, wir haben Vorstand einfach mal angeschrieben. Im nächsten Part geht es dann gegen Derby. Geiler Verein. Wir sind momentan wieder Vierter. Sehr schön, 22 Punkte. Natürlich 5 Punkte Rückstand auf Cardiff City, also das wird nicht viel. Derby County ist 9. Na, mal sehen, was draus wird. Das war jetzt ein kurzer Part, eine schöne kurze Niederlage, ne? Knapp und knackig. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein, habt da Spaß. Ciao, ciao!